Ahoi Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Wir haben euch ja die Schlachtschiff-Skills, die Kreuzer-Skills ja schon offenbart, die Änderungen von Wargaming und jetzt geht's weiter. Wir gucken uns die Zerstörer ein bisschen genauer an. Mit dabei der Nera, Hallöchen. Hallöchen, alles für die Pockets. Wollte ich gerade sagen, bloß mal so vorweg gesagt, die Kommentare teilweise unter unseren Videos, vielleicht auch bei anderen, ich weiß es nicht, waren unter aller Sau. Da waren viele Sachen mit bei, die ich echt löschen musste. Da waren Leute mit bei, die Wargaming wirklich einen Tod an Hals gewünscht haben, wie diesen Änderungen hier. Leute, bei jeder Zeile steht hier ganz fett im Hintergrund, Work in Progress. Das heißt, es ist noch in Bearbeitung. Hier, wir sprechen noch nicht mal vom Balancen. Das ist einfach jetzt bloß mal eine Kladde, wie es ungefähr werden soll. Und daran wird das Ganze jetzt hin und her geschraubt. Bitte mal ein bisschen die Füße stillhalten. Ne? Und dem einen oder anderen scheinen wir hier nicht genug zu haten. Und die rufen draus, andere Leute doch zu schauen und nicht uns. Ihr könnt euch auch gleich verpieseln. Wir werden das Ganze hier objektiv betrachten. Wir werden hier nicht gleich den Hate-Zug wieder aufspringen und hier Klicks generieren. Nein, wir versuchen das nüchtern euch alles ein bisschen zu erzählen und gehen auf alle Skills trotzdem ein und sollten hier wirklich Sachen schon jetzt zu stark rüberkommen, denn sagen wir es auch, ne? Also bitte ein bisschen. Okay, war kein Hate, dann gehe ich wieder. Ja, ich spreche ja bloß für mich. Du kannst ja haten im Hintergrund. Krom haben wir heute auch dabei. Scheiße, ja, alles ja. Nein, so. Nachdem die Schlachtschiffe und die Kreuzer weg sind, kommen wir jetzt mal zu den coolen Sachen, zu den Zerstörern. Oh, ich dachte CVs. Nee, die kommen ganz zum Schluss. Bei den Zerstörern, meine Freunde, da gehen wir gleich wieder so durch. Wir haben die ganzen Stufe 1 Skills, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Wer die anderen Videos nicht gesehen hat, die erstmal schauen, dann seht ihr hier besser durch. Das erste, was wir haben, Gunner, also Elite-Schütze ist das denn wieder, die Drehgeschwindigkeit unserer Türme plus 20%. Einige DDs, die haben ja unglaublich langsam drehende Türme, wenn wir zu den Japanern mal so rüberschielen, da ist der Skill für einen Punkt natürlich Pflicht. Der zweite, was aber viel, viel geiler ist, würde ich sagen, für die Japaner ist der zweite Skill. Oh ja. Wir haben eine erhöhte Chance, Flutungsschaden beim Gegner zu machen oder die Chance, überhaupt Flutungsschaden beim Gegner, dass er nach dem Torpedotreffer einsetzt, plus 30% von dem Grundwert, den wir haben. Das ist hammergeil. Für einen Skillpunkt. Bedenkt bitte, wir haben 21 Punkte zur Verfügung, ne, nach dem neuen System. Boah, also das ist für einen Punkt echt heftig. Und ich sag mal so, auch wenn das nicht bei diesen 30% bleiben könnte, allgemein die Flutungsschaden mit einem Kapitänskill zu erhöhen, ist ziemlich cool. Ja, nicht sonst hat man bloß immer das Signal gehabt, jetzt habt ihr auch noch einen Skill, den ihr denn da wirklich mal reindrücken könnt im Kapitän. Wenn ich da alleine an meine paneuropäischen Zerstörer denke, mit den schnellen Torps, die machen zwar nicht viel Damage, aber wenn ich da die Flutungschance noch erhöhen kann, also das ist schon ganz schön heftig für einen Punkt. Vor allem, wenn man sich die anderen Skills anguckt, wäre Torpedoman fast schon mein Favorit von diesen Einser-Skills, wenn das denn alles so in etwa bleibt. Kommt daher natürlich darauf an, welchen DD du wieder spielst, ne? Also Flutungschance, wenn das jetzt nicht gerade eine Friesland ist, würde ich fast bei allen mitnehmen. Weil wie gesagt, Flutungschance, das kriegt man so selten, das kriegt man über die Signale. Und das war's dann. Und ich meine, wie viel Schaden macht man einfach mal mit so einem Flutungsdot? Auch bei deinen Ballerbuden-DDs? Ich meine, es ist ein Skillpunkt, klar kann man das nebenbei mitnehmen. Wenn die Torpedos haben. Und die meisten Ballerbuden-DDs haben auch schon gute Turmdrehgeschwindigkeit. Daher, das stimmt. Viel interessanter, aber eigentlich für die Zerstörer, wo man sich nicht entscheiden kann, wäre wohl das dritte. Da haben wir wieder die offensiven Verbrauchsmaterialien. Hauptbatterie-Nachladebooster, Torpedo-Nachladebooster. Hier defensives Anti-Air-Fire. Ihr kennt es von den anderen Klassen jetzt auch schon. Da kriegen wir einen halben Inspekteur. Da kriegt er eine Aufladung mehr. Nee, Quatsch, die Nachladezeit ist Blödsinn. Ich bin gerade verrutscht hier. Die Nachladezeit minus 10%. Umso kürzer die Dauer, bis ihr das Ganze wieder einsetzen könnt. Obwohl ich dich hier gerade schon in der Spalte. Ne, minus 10%. Du kannst es gar nicht abwarten. Nee, ich bin schon, boah, ich bin so Feuer und Flamme hier. Das ist der Wahnsinn. Ne, also da die Nachladezeit minus 10% ein bisschen reduziert, umso schneller könnt ihr es wieder einsetzen. Loader. Das kennen wir auch schon von den anderen. Ihr habt ja einfach die Chance, wenn ihr durchgeladen habt, wenn ihr komplett HE geladen habt und schnell auf AP wechseln wollt, die Nachladezeit minus 50%. Also wenn ihr dann wechselt. Sonst ist bei 30 Sekunden waren es ja sonst immer die vollen 30 Sekunden, wären dann bloß bei 15 Sekunden. Kennen wir. Ist ein bekannter Skill. Gab es, wie hieß der mal, Ladeexperte, ne? Expert Loader, genau. Gab es für einen Punkt vorher auch. So, dann haben wir hier noch, dass die Chance reduziert wird, dass unsere ganzen Module kaputt gehen. Minus 30%. Und auch sehr, sehr wichtig auf den Zerstörern. Auf jeden Fall. Betrifft aber nicht die Hauptbatterie, ne? Steht hier noch? Nee, genau. Also nicht die Türme.
Die Türme werden davon nicht betroffen. Aber Motor und irgendwo genau. Da die ganzen Sachen. Das ist wirklich wichtig bei den Zerstörern. Also den Punkt sollte man unbedingt mitnehmen. So, und dann haben wir hier noch Anti-Air-Gunner, die Explosion am Himmel, wenn da Flugzeuge ankommen, plus eins, eine schwarze Wolke mehr in der Luft. Langweilig. So, Nere, ja, jetzt mal zu dir. Sag das nicht unbedingt. Deine Halland freut sich, okay. Ich weiß, die Friesland freut sich auch. Was sagst du denn bei den T2-Skills? Kommt da noch was Besseres? Wir haben eine Chance, mit dem ersten Skill Pyrotechnist die Brandchance um 1% zu erhöhen. Ja. Nimmt man mit. Ja. Nimmt man mit. Doch, 1%. Na, doch. Ich meine, der zweite Skill klingt auch nicht schlecht. Ja, Torpedogeschwindigkeit 5%. Die Grundabfackelchance von den Zerstörern ist aber immer nicht so besonders. Die ja, immer bei aber 5, 6, 7%, wenn überhaupt. Aber es ist 1% und auf T10 werden aus diesen 1% ja 0,5%, wenn du gegen T10 schießt, wegen dem Feuerkoeffizienten. Weißt du, das ist halt. Das guck mal weiter, was wir noch so haben. Ja, wir haben nämlich die Torpedogeschwindigkeit im zweiten Skill 5% mehr, wenn man Torpedos gerne nutzt. Ohne den Malus, ne? Auch hier wieder überarbeitet. Ohne den Malus, bei den Kreuzern hatten wir es auch schon gesehen. Der Malus ist nicht mehr dabei. War das auch immer 5%? Die 5 Knoten waren es vorher, genau. Hier sind es jetzt bloß noch 5% von der Maximalgeschwindigkeit. Wenn ich mir aber zum Beispiel wieder mal unsere europäischen DDs angucke, die eh schon eine extreme Grundgeschwindigkeit haben, die profitieren hiervon dann wirklich am meisten. Und ja, was soll man sagen? Halland mit 100 Knoten Torps incoming. So in dem war Dreh. Das nicht so, dass man bei der Shima die 16 Kilometer Torps genommen hat, damit die dann auf 12 gehen? Genau. Und sprich, dann hättest du ja 16 Kilometer Torps. Das ist für die Shima so gesehen auch ein Buff, ja. Was ordentlich ist. Das ist verdammt geil. Ordentlich wäre. Mal gucken, ob wir dann den Malus noch wieder einfügen. Vor allem der nächste ist auch nicht schlecht. Ja. Consumables Expert. Das ist nämlich das, worauf ich mich so ein bisschen freue. Hydroakustische Suche, Radars, Nebel und Motorboost 10% länger. Allgemein die Hydro bei den Briten nutze ich immer sehr, sehr gerne und habe auch die ganzen Verbesserungen eingebaut, dass die länger aktiv ist. Und Radar finde ich extrem cool für meine Yuyan, denn ich spiele die gerade mit Radar. Also den T10er der Pan-Aviaten, nicht Europäer, Aviaten. Und da komme ich jetzt irgendwie auf 36 Sekunden. Es wären dann knapp 40 Sekunden. Das ist schon das geil. Das ist schon cool. Und Motorboost haben auch sehr viele mit. Hast du das Radarmodul schon eingebaut mit der erhöhten Zeit? Ja, ich habe das alles auf voll auf Radar verbessert. Und Nebel und Motorboost, das haben fast alle DDs. Wäre es die Nebeldauer, wäre das richtig geil. Dadurch, dass es hier der Smoke Generator ist, sprich, wir setzen dann wahrscheinlich ein, zwei Nebelfelder noch extra. Umso später setzt der Cooldown halt auch ein, bis wir ihn wieder nutzen können. Das sehe ich gar nicht so groß als Vorteil, das sehe ich sogar eher als kleinen Nachteil, gerade bei den Briten, wo du den Nebel ja schnell wieder ready haben möchtest, weil du den ja woanders hinsetzt. Dadurch drückst du den Cooldown. Ja, das sind bloß 10%. Das macht jetzt nicht so viel aus. Der aber nächste Skill. Schöner Skill. AP-Schaden. 5% mehr. Ja, Nere. Ja. Du als erfahrener Zerstörerspieler, der schon oft AP geschossen hat, lohnt sich das irgendwie? Warte mal. Nur mal so von der Grundrechnung. Sag mal, wir machen 2000 AP-Schaden. Das heißt, es werden 100 Schaden mehr. Für 2 Punkte. Da finde ich ehrlich gesagt andere. Ich finde, im Zweier-Skills gibt es viel, oder im Zweierbaum gibt es viele coole Skills, viele praktische Skills. Ja. Zum Beispiel aber vielleicht, Niere, sehen wir hier auch schon, der erste Zerstörer, der kommen wird nur mit AP. Ja, komplett auf AP. Ja, ja. Hör mal auf. So, nächste kennen wir auch schon. Wenn ihr entdeckt seid und Leute auf euch zielen mit ihren Hauptbatterien, dann seht ihr, wie viele das sind. Doch, langweilig, kenne ich schon. Langweilig. Der nächste Skill auch ziemlich, ziemlich geil. Wenn euer Ruder oder euer Motor kaputt ist, können sie doch noch arbeiten. Also wenn die vollkommen zerstört sind, können sie doch noch arbeiten, aber eben mit einer Strafe. Mhm. Also mit einem Abzug. Aber ihr könnt noch lenken, ihr könnt noch Gas geben und so weiter. Also wirklich coole Skills. Fast viel zu viele coole Skills hier in dem Zweierbaum. Es gab mal einen Krado, der hat gesagt, das braucht man nicht, diesen Skill, den du gerade genannt hast. Ich weiß. Aber der Krado hat damals auch die japanischen Zerstörer immer schön auf Torps gespielt. Da war das wirklich nicht so von hinten immer so ein bisschen rumtorp nicht so wichtig. Bei den anderen DDs hat der Krado den aber auch gelernt, sollte man mitnehmen. Spätestens nachdem du sowas sagst und dann die Runde danach nicht mehr lenken kannst und dich dauernd im Kreis fährst, ist das keine gute Sache. Muss ich aber auch sagen, damals war der,
hat man wirklich bloß versucht, mit den Torps was zu reißen. Diesen DD-Kampf hatte man noch gar nicht so gesucht. Jetzt suchst du ja mit jedem verdammten DD eigentlich immer den direkten Kampf vorne, um einen anderen DD rauszunehmen. Das hat sich wirklich extrem verändert. So, aber jetzt hier nicht ablenken. Die Dreier-Skills. Dreier-Skills, genau. Du kannst dann die Vierer-Skills machen. Ich mach mal die fix die Dreier-Skills. Nee, los, hau durch. Ladezeit der Hauptbatterie minus 5%. Oh, und die Flak 10% mehr Schaden, der durchgängig kommt. Das ist heftig. Ist interessant. Für 3 Punkte. Das ist auf jeden Fall eine Änderung, weil Flak und Hauptbatterie waren bis jetzt noch nicht zusammen in einem Skill, die verstärkt werden. Hatten die Kreuzer das auch? Das hatten die Kreuzer gar nicht, wa? Nee, das hatten die nicht. Das ist ja lustig. Die hatten erhöhten Alpha-Damage. Wir haben jetzt hier die Nachladezeitverringerung tatsächlich. Minus 5% ist heftig. Ist okay. Also sonst waren das, glaube ich, 10%. Also sonst war es noch ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass die Flak noch ein bisschen verbessert wird. Nee, Moment, du vergleichst das gerade mit dem einen Skill, ne? Bedenk aber bitte, bei dem Skill war es immer auch wegen dem Kaliber. Da waren immer Abstriche. Genau. Hier könnt ihr ja jetzt wirklich alle nutzen. Hier könnten es alle nutzen, ja. Die Japaner und Co., die schon so lange Nachladezeit haben, die freuen sich, wenn man denn mal da mit der Hauptbatterie ballert. Das nächste ist ja auch geil. Oh ja, die Nachladezeit der Torpedorohre 10% weniger. Nehmen wir gerne mit. Dann kommt Adrenalin raus. Adrenalin raus kennen wir ja auch schon. Das haben sie auch nicht verändert. 1-2-1 okay. Aber ein Punkt höher gesetzt, also von 2 auf 3. Haben sie wohl auch gemerkt, dass das ein guter Skill ist. Ja, das ist ein Skill, den nimmst du ja immer mit, egal was du spielst. Das ist ja für alles gut. Das war doch selbst für Flugzeuge, hatten sie es doch sogar angepasst, dass es gut war, ne? Aircraft Carrier, ja genau. Für alle Bewaffnungen, ja. Das waren wirklich 2 Punkte vorher im alten System, die man immer skillen sollte und musste. So, was ist Trashing, Nirel? Das war IFAE. Achso. Achso. Was? Okay. Langweilig. Ja, nein, ist überhaupt nicht langweilig. Für die japanischen Geschützboote, für die Harugumo und Co., die hatten das, glaube ich, noch mitgenommen. Aber der Rest, hatte ich das bei den Briten mitgenommen? Anfangs sein, ja, die hatten doch was mit den 100mm-Dingern verändert, dass sie schon immer die gewisse Zahl durchbrochen haben. IFAE allgemein, dadurch, dass es die Abfackelchance halt halbiert, ist bei den Zerstörern. Ja, also mir fällt spontan jetzt keiner ein, wo das wirklich, wirklich noch sinnvoll wäre. Müsste man mal schauen. Interessant, die bekommen das im 3. Baum und nicht im 4. Die Kreuzer bekommen das im 4., die Schlachtschiffe waren das, glaube ich, im 2. und die ist jetzt im 3. Dann kriegen das die Flugzeugträger bestimmt im 1. Aber natürlich. So, als nächstes Inspekteur. Ein Verbrauchsmaterialien für alles, plus 1. Sehr schön. Muss man auch und wieder gucken, welche Nation man spielt, ne? Und das Wichtigste überhaupt hier für unsere Zerstörer. 350 Leben pro Stufe. Also das hier Inspekteur und das ist so eine kleine Zeile hier reingeschrieben. Weißt du, geilste Sachen überhaupt. Ich wollte gerade sagen, bei den Schlachtschiffen und bei den Kreuzern hatte ich jetzt persönlich noch nicht so viele Highlights. Aber bei den Zerstörern ist ja hier alles vollgepackt im Zweier- und im Dreierbaum. Man das möchte alles skillen, ne? Wie soll ich mich denn hier entscheiden, Mensch? Naja. Das geht doch gar nicht. Ändert da was, Vicky? Ändert da was? Ja, und so den Fokus, dass du sagst, ich gehe nur auf Torpedos, kannst du ja auch nicht skillen. Oder nur auf Torpedos und Verbrauchsmaterialien vielleicht und dann die Hauptbatterie ignorieren. Na, mal gucken. Gucken wir jetzt mal im 4. Baum. Genau, Main Battery und AA Expert. Main Battery Firing Range, die Feuerreichweite wird um 20% erhöht, das ist verdammt geil. Und es gibt hier keine Bedingungen mehr, die man erfüllen muss dafür. Vorher war es ja immer so, dass bis zu einem bestimmten Kaliber das bloß erhöht wurde. Bis, ich glaube, 139 mm waren das immer, ne? Größer Kaliber up to and including 139 mm, genau. Da wurde es um 20% erhöht. Jetzt ist es tatsächlich für alle Kaliber. Und das ist verdammt geil. Und dann haben wir noch die Anti-Air-Shell-Explosion, die schwarzen Wolken am Himmel, plus 15% Schaden. Tolle 4 Punkte, die man hier ausgeben könnte, wenn man denn überhaupt großartig ballert. Man muss auch immer schauen, welche Nation man da gerade fährt. Ist eure Grundreichweite bei dem DD schon ordentlich? Braucht ihr jetzt nicht skillen, weil der Schuss dann einmal zum Mond geht und zurück. Da trifft man dann eh nichts mehr. So, was haben wir hier? Das nächste. Schiffsgeschwindigkeit plus 8%. Nachladezeit der Hauptbatterie plus 10%. Achtung! Zur Beschreibung da, muss man sagen, die Geschwindigkeit wird nur erhöht, wenn euer Schiff noch nicht aufgedeckt ist. Okay.
Ah. Aber die Nachladezeit ist trotzdem immer erhöht. Die Nachladezeit steht hier ist immer. Also die ist nicht, da gibt es keine Bedingung. Oh. Ich meine, wäre der jetzt minus 10% Nachladezeit. Also ihr müsst bedenken, plus 10%. Ist klar. Die plus 10% heißt nicht, dass ihr länger nachladet. Ne? Und bei 8% Speed, einfach nur, wenn man nicht aufgedeckt ist, sehe ich nicht wirklich als sinnvoll an. Außer, natürlich, dürfen wir wieder nicht vergessen, für unsere ganzen Torpedoboote, ne? Die auf die Hauptbatterie eh scheißen, die sagen sich dann, ach, dann bin ich unentdeckt halt noch schneller. Aber 8% ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah. Ich sag mal so, 10% Ladezeit bei manchen Bötchen, würde ich auch nicht sagen, ist jetzt so unglaublich super schlecht. Nee, ja. Also bei 3 Sekunden Ladezeit kommst du auf 3,3. Ja, was haben die Japaner? 7-8 Sekunden, also. Das ist schon ein interessantes Spiel. Und die haben hätten einen super Tarnwert. Da muss man auch erstmal reinkommen. Ja. Darum, die Schiffe, die einen Tarnwert haben und die Hauptbatterie eigentlich vernachlässigen, einfach schneller sein. 8% kann eine Menge einfach ausmachen. Schneller sein. Hier habt ihr es gehört. Auf dem Kran. Oh yeah. So, was haben wir hier? Radiotechniken, wie war der deutsche Begriff? Funkortung war der deutsche Begriff dafür, ne? Funkortung kennen wir auch schon, das nächstgelegene Schiff, das seht ihr so gesehen. Ihr seht die Richtung auf jeden Fall angezeigt, wo es ist. Und der Gegner, der wird alarmiert, dass er aufgedeckt ist. Also, dass er geortet ist, sagen wir mal so. Bei dem Skill hat sich nichts verändert. Außer, dass wir, vorher war ja auch 4 Punkte. Radio Location, genau, ist bei 4 Punkten auch geblieben. Ein sehr geiler Skill, wenn man damit wirklich gut umgehen kann, sagen wir mal so. So, Fearless, was haben wir hier? Nachladezeit der Hauptbatterie minus 10%, dafür aber der Tarnwert plus 5%. Hier ist jetzt der Unterschied. Die Hauptbatterie-Ladezeit wird reduziert, wenn ihr aufgedeckt seid. Oh. Und das mit dem Tarnwert ist immer aktiv. Ha. Boah, das ist, muss man ja so nachdenken hier bei den Zerstörern, das ist ja furchtbar. Ja. Bei den Schlachtschiffen und Kreuzern war das so eindeutig, aber hier musst du echt aufpassen. Das mit dem Tarnwert plus 5% kann bei einigen echt wehtun, aber wiederum bei anderen nicht wirklich. Also ich sag mal, Kleber, Schabarowsk, Markö vielleicht noch. Die scheißen eh auf die Tarnung, ne? Die freuen sich, die sagen da, ja, unser Tarnwert ist eh schon so lala, wir machen eh sehr wahrscheinlich Dauerfeuer in vielen Situationen, oder ich mach viel Dauerfeuer, sagen wir mal so, und dann einfach 10% weniger Ladezeit, also wow. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Fearless, angstlos. Das ist auch so ein schöner Name dafür. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir Tarnung, minus 10%. Das war vorher auch die 10%, ne? Da hat sich nichts verändert. Jo. Ja, da hat sie 4 Punkte, ne? Absolut Pflicht bei fast allen DDs, außer die, wie Nere gerade schon sagte, die auf die Tarnung scheißen und einfach rumballern wollen. Und was haben wir hier noch? Streuung der abgefeuerten Granaten auf feindliche Schiffe, plus 20%. Von feindlichen Schiffen, die auf euch schießen, plus 20%. Alter. Und das ist jetzt auch mit einer Beschreibung. Und das gilt 15 Sekunden lang, nachdem du aufgedeckt bist. Wirst du wieder unsichtbar und wirst dann wieder sichtbar, geht das wieder von vorne los. Also du hast theoretisch jedes Mal, wenn du sichtbar wirst, 15 Sekunden lang einen defensiven Buff, der die Genauigkeit reduziert. Oder der die Streuung erhöht, besser gesagt. Wenn da einer 5 Kilometer von mir entfernt steht, schießt der also alles daneben, wenn er Pech hat. Nee, du, ich hab schon ein bisschen gelacht, als ich den Skill gesehen habe. Du hast jetzt endlich eine Ausrede, dass du nicht mehr auf Zerstörer schießt, die gerade aufgegangen sind. Ja. Weil du sagst, Mensch, ja, dann bestimmt diesen Skill mit. Das geht doch eh nicht rein. Das ist doch eh, die Streuung geht sonst wohin. Ich kann da leider nicht drauf schießen hier. Endlich eine Ausrede, weil vorher war es mir auch so wichtig, da eine Ausrede zu finden. Interessanter Skill, muss ich aber sagen, von der Gewichtung her bei den anderen, ich weiß nicht, ob man die 4 Punkte übrig hätte, bei der geilen Auswahl, die man hier sonst so hat bei den Zerstörern. Echt schwierig, aber trotzdem interessant. Ich finde auf jeden Fall bei den Zerstörern erstmal sehr schön, dass sie hier die manche Skills mit der Flugabwehr, dass die jetzt auch einen Weg reingefunden haben, weil Flugabwehr und Sekundäre konnte man bei den Zerstörern weniger gut verbinden. Und jetzt ist es eben mit der Hauptbatterie mit drin. Das finde ich sehr schön. Und allgemein, die Skills eben, dass es hier Cautious und Nimble und Fearless, diese Skills gibt, die auch, die so ein bisschen auch Risikospiel bevorzugen, dass man sagt, deine Bewaffnung wird schlechter, dafür wirst du schneller oder deine Bewaffnung wird besser, dafür
sehen dich die Gegner früher etc. Also auch so Vor- und Nachteile. Erinnert mich so ein bisschen an die einzigartigen Verbesserungen, wo es ja auch Vor- und Nachteile gibt. In die Richtung wollen sie ja scheinbar das Ganze auch drängen, so wie ich das verstanden habe. Dass man nicht mehr wirklich bloß sagt, das eine ist die perfekte Skillung, sondern einfach frei Schnauze auch hin und her schieben kann. Ich habe gerade bei den Skills mal hier so geguckt. Was mir gerade noch fehlt, ist das mit dem Smoke-Radius, dass der Nebel noch größer wird. Das wäre so ein Skill, der eventuell jetzt wegfällt, der halbwegs noch interessant war. Hauptbatterie-Nachladezeit-Reduzierung haben wir, das andere haben wir auch. Nee, sonst ist ja eigentlich gar nichts, was jetzt groß wegfällt, wo was wehtun würde. Das andere waren eh alle Skills, die man gar nicht groß mitgenommen hat. Also bei den Zerstörern sieht das echt verdammt gut aus, wenn das in der Richtung so irgendwann mal kommen sollte. Und meine Freunde, ich würde mal sagen, das war unser kleine Vorschau hier für die Zerstörer, für die Kapitänskills. Ihr seid wieder 20 Minuten lang bestens informiert worden. Die Flugzeugträger gucken wir uns auch noch an und ihr hört euch das vor allem an, auch wenn ihr es selber nicht spielt. Denn es ist wichtig, kenne deinen Feind. Haut rein. Und gib Feedback, ganz wichtig. Gebt Feedback nicht in der Richtung alles scheiße, sondern sagt auch, was euch stört und schreibt das an WG. Und wenn mal im Spiel so ein Feld aufploppt und sagt, gebt mal Feedback, macht das ruhig und sagt, wie gesagt, beschreibt so genau wie möglich, was euch stört, was euch gefällt etc. Weil nur damit kann Wargaming wirklich arbeiten. Diese ganzen Kommentare mit alles scheiße, alles doof, Spiel tot, die kann man auch wieder löschen, weil das bringt niemandem was. Korrekt. Vor allem bei unseren Videos da unter, das bringt nichts. Höchstens vielleicht für euch, was ihr wollt. Ihr macht das. Vor euren Frust ablassen. Das ist richtig, aber hey, ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Denn greift uns dabei nicht an. Haut rein. Tschüss.